Giganten der Leichtathletik suchen ihren König. Zwei Deutsche im Kampf um die Punkte. Pascal Behrenbruch und Jan-Felix Knobel. Wer nutzt deine Chance am Tag der Entscheidung im Zehnkampf? Könige der Leichtathletik. WM-Zweiter von Berlin. Und wie kommt Pascal Behrenbruch hinter? Links außen der Deutsche. Gar nicht so schlecht. Der beißt, der kämpft. Suarez ist damit vorne und der Neuseeländer und Behrenbruch. Gute Zeit. Behrenbruch, der sich da ans Ziel hechtet mit 11.08. Knapp hinter Suarez, Dritter. Ordentlich. Auch bei ihm der Start in den Zehnkampf. Er will ja hier wieder in etwa die Punktzahl erreichen wie vor zwei Jahren in Berlin. Über 8.400 Punkte. Und die jungen Wilden vorhin. Behrenbruch, der WM-Sechste 2009, bleibt 41 cm unter Bestleistung. 6,80 Meter. Fehleranalyse. Pascal Behrenbruch hingegen findet nicht so richtig in den Wettkampf, bleibt unter seinen Möglichkeiten. 16,01 Meter, für ihn solide, aber nicht gut. Die Energie geht natürlich flöten, auch die mentale Anspannung. Ganz schwierig, das jetzt hochzuhalten. So, jetzt, man sagt, er sei stimmungsabhängig. Jetzt hat er die Stimmung. Er kriegt was zurück vom Publikum. Ja! Klasse! Also, zum ersten Mal in diesem Wettkampf sehen wir ein Lächeln in seinem Gesicht. Der hat möglicherweise jetzt wieder zu seinem Selbstbewusstsein gefunden, was manchmal ausgesprochen ausgeprägt ist und dann wiederum total im Keller. Aber damit kann er jetzt... Meter, für ihn lief gar nicht so alles nach Wunsch, aber er hat sich wenigstens bis hierhin durchgebissen. Anders als Rico Freimuth, der ja auch verletzungsbedingt ausstieg nach dem Weitsprung. Pascal Behrenbruch, vor zwei Jahren noch unter den Top 6 in Berlin bei den Weltmeisterschaften. Das ist in weite Ferne gerückt. Er ist auf den 22. Platz zurückgefallen. Wir wissen, dass er einen stärkeren zweiten Tag hat. Dennoch, da kann man dann nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Kann er sich noch einmal überwinden? Das fordern die 400 Meter von jedem ab. Da muss man auf der Zielgerade alles geben. 2,14 Meter. Jetzt kommt eine von seinen Problemdisziplinen. Der Russe auf der Innenbahn schafft es kaum, unter die 50-Sekunden-Grenze zu kommen. Also er wird die Führung gleich wieder verlieren an Ashton Eaton, den schnellsten 400-Meter-Lauf. Innen also der derzeit Führende. Vor ihm Roman Scheeberger. Das ist gut für Drozdov. An diesem Kämpfer kann er sich nach vorne hangeln. Pascal Behrenbruch hat auch ein paar Leute vor sich, den Esten Pahepil. Hängt da ein bisschen zurück, alle ziemlich gleich auf. Das sind die schwächeren 400-Meter-Läufer unter den Zehnkämpfern. Augen zu und durch, Mick Pahepil. Der Esten, jetzt fällt er zurück und jetzt kommt Behrenbruch. Mit einem Endspurt, wie wir ihm nicht zugetraut hätten. Immerhin nochmal, auf den letzten Metern. Bleibt er unter 50 Sekunden, Drozdov auf der Innenbahn deutlich drüber. Er lacht genauso, wie er es geschafft hat, in Ratingen unter den 50 Sekunden zu bleiben. Er hat sich nochmal gequält, ein positives Erlebnis mitgenommen. In den zweiten Tag, die Nacht wird kurz genug werden, wieder verloren. Wenn wir nochmal die letzten Meter von Behrenbruch sehen, müssen wir nicht warten, bis wir den Zwischenstand punktgenau geliefert bekommen. Ashton Eaton vor Trey Hardy, die beiden US-Amerikaner, dann Kasianov. Und irgendwo, so auf Rang 4, 5, könnte es sein, dass sich Drozdov einordnet. Jan-Felix Knobel derzeit 9. Aber da ist dieser letzte Lauf noch nicht in die Rechnung eingeflossen. Also es kann sein, dass er dann noch ein, zwei Ringe verliert. Der Lauf in 49,90 Sekunden. Und jetzt sieht er schon ein bisschen wacher aus und ein bisschen freundlicher. Jetzt kann er auch mal ein bisschen lächeln, der Mann aus Offenbach gesprungen ist und im Moment auf Rang 4 liegt. Aber der Blick geht, und da freuen wir uns ja, auf Pascal Behrenbruch. Fehlstart, deutlich verursacht von Pascal Behrenbruch, aber noch keine Aufregung. Sie wissen, es gibt bei den Zehnkämpfern eine andere Regelung als bei den normalen Läufen. Jeder der Starter, der Teilnehmer, darf sich einen Fehlstart leisten. Würde er sich jetzt noch ein zweites Mal zu früh aus dem Block bewegen, dann wäre er raus. Pascal Behrenbruch, ein echter Stimmungstyp, der sagt,
Auf den Auftakt kommt es an. Eigentlich wollte er gestern Morgen gleich mal unter 11 Sekunden laufen. Das ist nicht geglückt. Also neuer Tag, neues Glück. Heute 14:20. Das wär's. Ist einer, der eher mit Brachialgewalt über die Hürden geht und sagt auch, umstellen in meinem hohen Alter. Der Mann ist 26, will und kann ich mich nicht mehr. Schauen wir mal, wie er heute zurechtkommt. Wir wollen ja nicht unken, aber Südkorea und 10 Kämpfer mit Fehlstarts. Jürgen Hingsen lässt grüßen. Nerven behalten, Junge. Ja, etwas verhaltener Start, naturgemäß. Karpov neben ihm auch nicht viel besser. Bisher läuft das gut. Ah, am Gesichtsausdruck sieht man, der will heute Morgen, der kann, der macht das. Der läuft richtig klasse. 14:33. Fast da, wo er hin wollte. 14:20, davon hat er geträumt. 14:30 ist okay. Auch angesichts der Tatsache, dass auch bei ihm ein leichter Wind von vorn geblasen hat. 0,5 Meter pro Sekunde. Und an seinem ganzen Gesichtsausdruck sieht man, es ist doch alles wieder ein bisschen besser, als das gestern zu sein schien. Denn er wurde gestern Abend häufig gefragt, wie war es denn so? Ach, es war alles blöd, ich habe mich nicht gut gefühlt, bin schon mit schlechter Form angereist. Und das hier ist eine ganz andere Körpersprache und auch eine ganz andere Mimik. Daumen hoch, Saisonbestleistung für Pascal Behrenbruch, das ist klasse. Und gleich kommt ja seine Lieblingsdisziplin, Diskuswerfen. Der kann 50 Meter werfen. Hier die erste Hürde, die hat ihn, glaube ich, die Zeit unter 14:30 gekostet. Danach hat er sich wirklich zusammengerissen. Und das, muss ich sagen, stimmt uns ein bisschen positiv, was den Rest des Tages von Pascal Behrenbruch angeht. Man braucht hier so ein Erlebnis, um dann befreit in den zweiten Tag zu kommen. Er hat hier noch seine Möglichkeiten. Ein sehr guter Diskuswerfer, ein guter Stabhochspringer und nochmal ein überdurchschnittlich guter Speerwerfer. Also da ist noch ein bisschen was drin. Hat er mal ein bisschen Brust gezeigt hier, den anderen ein Signal gegeben. Jetzt geht's los. Der zweite Tag kann kommen. Nach dem 400er gestern war das auch mal notwendig. Und ich hoffe, dass der Jan-Felix Knobel, der da die ersten Startversuche schon macht, ein bisschen motivieren kann, dass ihm ein ähnlich guter Hürdenlauf gleich gelingt. Dann der erste Versuch von Pascal Behrenbruch. Und der kann an einem guten Tag über 50 Meter werfen. Die Scheibe fliegt weit und nah an die 50 Meter Marke heran. Daumen hoch beim Autofreak Behrenbruch. Der hatte sich inzwischen an die 4,90 Meter hochgearbeitet. Ebenfalls sein dritter Versuch. Es scheint der Tag des Pascal Behrenbruch zu werden. Der WM-Sechste von Berlin jedenfalls setzte seinen Höhenflug weiter fort. Und Schnellkraft in den Sprint- und Sprungdisziplinen, aber da geht noch was. Und was hätte Pascal Behrenbruch hier für eine Riesennummer landen können, wenn er nicht so schwach gestern gestartet wäre? Der erste Brustlöser, eigentlich erst der 400er. Und heute das Stabhochspringen 4,90. Persönliche Bestleistung. Und hier wollte er auch deutlich über 70 Meter werfen. Daraus wurde leider nichts. Elfter nach dem Stabhochsprung. Und wir schauen mal, wo genau gemessen wird. In Ratingen, da hat er Jahresbestleistung aufgestellt. Da war für 71,40 und heute hier 66,50 Meter. Schade, schade, schade. Tja, er kann 4,35 über 1500 Meter, aber viel gut machen kann man damit nicht mehr auf die vor ihm liegenden. Aber warten wir es ab, es kann viel passieren, ein Zehnkampf. So, Pascal Behrenbruch vor seiner letzten Etappe. Der erste Tag, der ging so ein bisschen in die Grütze, sagt er, da war ich überhaupt gar nicht mit zufrieden. Nee, das ist viel zu weit. St. Nikolaus ebenfalls und auch Pascal Behrenbruch, den Ashton Eaton. Ist einer der besten. Götz ist schon zwei Tage miteinander verbracht. Auch Pascal Behrenbruch geht noch mal zu allen hin. Vorsichtig, meine rechte Hand, die tut weh, der Ellbogen schmerzt. Auch Roman Schäberle ist nicht der begnadetste 1500 Meter Läufer. Und für ihn geht es hier um nicht mehr viel. Bin gespannt, wie der es angeht. Da sitzen jetzt
die Familienmitglieder und schauen sich das Ganze an. Ist auch nochmal ein schönes Ding, so ein 15-Meter-Lauf am frühen Abend. Kann man noch ganz entspannt reingehen. Er hat das besonders geliebt. Pascal Behrenbruch hat jeden Sonntag seine Kumpels ins Stadion bestellt und gesagt, passt mal auf, Jungs, bevor wir jetzt anfangen, ein Bierchen zu zischen, geht es erstmal hier Runden drehen. Und dann haben sie 1200 Meter um die Wette, damit er sich mal endlich zusammenreißen kann über 1500 Meter. Mal gucken, ob sich das auszahlt. Ohne Angst, macht ihr gleich das Tempo. Und die beiden Deutschen hängen sich dahinter. Die sind mutig. Sind in einer Trainingsgruppe, kommen aus demselben Verein. Aber sie sind sich nicht immer nur grün. Dafür sind sie zu unterschiedlich oder vielleicht auch einfach zu ähnlich. Dafür sind sie echte Wettkämpfer, die beiden. Aber jetzt versuchen sie hier, einen klasse Abschluss hinzulegen für ihren Zehnkampf. Und Pascal Behrenbruch ist schon im Endspurt. Der gibt alles, der kämpft, der feiert. 24 für Soares, kann sich sehen lassen. Dann kommt Pascal Behrenbruch. Das wird ein Top-Resultat, aber da ist alles so eng beieinander, das müssen wir abwarten. 4,36 etwa, das ist gut. Jan-Felix Knobel, Saisonbestleistung in jedem Fall. Und vom Silberrang zu verdrängen. Hat er das geschafft? Eaton gegen Soares, das waren gut. Hier nochmal die Zeiten für Pascal Behrenbruch, 4,36,6. Die haben sich zwei Tage lang hier großartig präsentiert. Und mit etwas mehr Form und mit etwas mehr Kampf. Das sind zwar keine persönlichen Bestleistungen, aber das sind sehr die beiden Deutschen. Vier Pünktchen trennen Silber von Bronze. Ashton Eaton und Leonel Suarez. Hier haben wir es jetzt nochmal. Trey Hardy. Und jetzt kommt ein Offizieller. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Gehen die wieder zurück? Sie werden gescheucht. Denn jetzt liefen sie Gefahr, zu nah ranzukommen an die Finalisten über 100 Meter der Männer. Aber die haben sich auf jeden Fall schon mal ein schönes Plätzchen gesichert da im Innenraum. Ganz kurz zum Ende, wo feiern Sie jetzt beide heute? Oh, wir fahren jetzt erstmal ins Olympische Dorf. Wir haben ein bisschen Olympische gleich? Ja, ins WM-Dorf. Und da gibt es so Tandems, da kann ich jetzt endlich auch mal mit dem Jan fahren. Davor wollte er noch nicht, aber jetzt fahren wir mal, wir machen das Dorf dann unsicher. Und keine Ahnung, also jetzt da in der Kantine zu feiern ist schlecht. Und Jan hat auch ein riesen Ding gemacht. Und heute, ja, wir sind alle blatt gewesen. Also es war echt ein hartes Ding. Gut, und dann ab nächste Woche mit dem offenen Mustang durch Frankfurt. Schönen Abend, viel Spaß und im Olympischen Dorf geht es nächstes Jahr dann weiter. Alles Gute, schönen Abend. In Korea 1988. Das werden wir noch erleben. Wir hoffen, dass die dunkle Seite des Leichtathletensports